So, was ich vorher aber wissen möchte, ist, wenn ich den besichtigt habe, kommt dann ein Video? Weiß ich nicht mehr. Da, also bis du vor Magnus dran steht, kommt kein Video. Okay, dann Zyklopentorwächter. Wieso wird mir... Ach, das ist das Ding dahinter, okay. Naja, los. Geronimo, einfach Druck auf die Schweinebacke. Der ist doch easy. Und da ist er down. Da war er down. So, jetzt laufen hier drinnen noch Tempelwächter. Göttliche Hiesen. Oh, gegen die muss ich auch noch kämpfen? Das bedeutet also nichts Gutes. Kämpf mal erstmal gegen den Wächterhaini hier. Down. Ist nicht zu looten. Das ist das falsche Ziel. So, der ist down. Jetzt hauen wir den weg. Ketten gelegt. Und weg ist er. Das Gedöns hier. Das ist kein gültiges Ziel. So, jetzt bleibt mir nur noch die alte Dorde. Ich hab da noch so einen super mega Hyperheiltrank. Und das da. Lass. Ja, Arschloch. Ja. Nee, nicht so gut, Alter. Diesmal nicht. Der hat mich zum Anfang irgendwie gefroren oder so, keine Ahnung. Und da ist er tot. So, jetzt stehe ich vorm Trank. Mhm. Soll ich anklicken? Mhm. Suche genaues Ansehen. Das nehme ich nicht zum Gut. Chromede ist eingetroffen! Zeigt, was ihr mir gebracht habt. Lasst mich zuerst Robstin sehen. Keine Sorge. Ich werde euch unverzüglich zu ihm bringen. Was sollen wir mit Chromede machen? Wir haben den Trank nun bereits und der Archon der Dämmerung weiß sicher, dass da etwas vor sich geht, entledigt euch ihrer. Doch zuallererst kümmern wir uns um Robstin. Jawohl, mein Herr. Rotan, ihr wagt es, mich zu hintergehen? Oh, die ist ja wütend.
Seid ihr hier schon im Knast? Oder seid ihr weiter? Ich bin jetzt im Knast. Und hab vor Dings den da besiegt. Ich hab gerade das Tor aufgesprengt. Ich hab die zwei, die da an das Teil lagen, getötet. Da bin ich gerade dabei. Der hatte nichts drin. Wohler hier dran. Das ist kein gültiges Ziel. Die kann aber gut an austeilen hier, die Uschi. Ach du Scheiße, sind das viele. Wo muss ich denn hin? Aha, mir wird nicht angezeigt. Ich mach die erste Nebenquest. Auf der Minimap siehst du da so einen blauen Kreis, wo du Leute umbringen musst. Erledige Verlies Gefangene. Klicke Questfenster auf Was Instanz ein ehrenvoller. Sofortiger Bericht. Ja, dann hast du das schon. Erledige 8 Verliesgefangene, bereit Reise Dingsbums. Finde und beseitige die Ursache des Albtraums. Reisens und Gewissen. Ja, bei mir ist es nur Verliesgefangene und befreit Gefangene Robson. Du bist wahrscheinlich schon ein bisschen weiter gelaufen wie ich. Nee, ich stehe immer noch hier, wo das Tor in die Luft gehackt wurde. Das ist es halt. Ja gut, ich bin auf lokale Quest gewesen. Ich habe aktuelle Quests hier immer angeklickt. Ja, du müsstest jetzt also auch 4 Quests haben. Ich habe die Gefangenen. Gefangene Robson befreien, findet und beseitigt die Ursache des Albtraums. Ja, und dann noch die gelbe. Nee, die wird mir nicht angezeigt. Level 27? Okay, ein bisschen seltsam. Das ist kein gültiges Ziel. Die teilt gut aus, die Frau. Das gefällt mir. Die ist ja auch wütend. Das ist ja gemein, wenn ich die ganzen Fähigkeiten schnell hintereinander drücke, dann macht die ordentlich Attacke. Das ist das falsche Ziel. Holy. Ja gut, wie viel muss ich noch? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Das sind alles die hier drin sind. Gut. Also eine Frage, habt ihr ja? Ein komisches Dings bekommen? Ne was? So einen komischen Dungeon Crate oder so? Du hast den ersten Schlüsseldings da schon getötet, oder?
Meinst du diese komische Frau? Nein, da war einer im Gang, der vorgelaufen ist. Den meinst du wahrscheinlich, oder? Hä? Du hast jetzt einen Schlüssel bekommen, oder? Ich hab nur ein diesen Schlüssel da. Aber das war's. Das ist alles, was ich habe. Ich habe jeden einzelnen Gegner hier getötet. Das ist den Verliesgitterschlüssel? Ja, den brauchst du ja dann. Den ist der einzige, den ich jetzt hab. Ja, den brauchst du, um weiterzukommen. Also in diesen komischen Zellen da, da habe ich jetzt alle getötet, diese komischen. Ja. Und guck mal, ob du irgendwo weiterkommst. Ja. Ich will halt jetzt auch noch nichts verraten, weil Eck ja noch nicht so weit ist. Aber, ja. Na, ich habe gerade die 10 Dinger dort. Klicke im Questbuch. Sofortiger Bericht. Und Level Up. Fertigkeiten. Tutorial starten. Stufe 3. Alles klar. Ich habe einen Helm gekriegt. Und der ist besser als meiner. Läuft. Befreit gefangene Robson, finde und beseitige die Ursache des Albtraums. Ja. Das habe ich jetzt auch. Das Problem ist. Wo ist dieser Robson? Müssen wir suchen. Dafür brauchen wir den Schlüssel, um weiterzukommen. So, was habe ich verpasst? So, du bist jetzt auch so weit. Haman der Grausame, alles klar. Also, hast du den Schlüssel gerade angewendet oder wie? Ich? Ja? Nö, ich bin in so einen Nebenraum reingegangen, verstand der Idiot. Einfach den Gang weiter, Tarot. Na, ich bin ja immer noch in diesem komischen Vorraum hier. Ja. Bei diesem Kalia dann. Das ist kein gültiges Ziel. Ja. Da ist ja ein so ein langer Gang. Halt, Du hast alle Türen geöffnet. Nee, hier fehlt, bei diesen komischen Geilen hier, halt, verschreckter Prisonier, den Euer Ziel ist nicht zu finden. Ja, kannst du die Tür öffnen? Nein. Wenn ich da gehe, das ist. Da wird mir auch kein Symbol oder so angezeigt. Das ist einfach so eine. Da. So ein Gitter, kann ich nicht rein. Versuch mal, wenn du P drückst. Versuch mal, wenn du P drückst, den die Rotan-Silberklinge. Vielleicht bringt die was. Nein. Nee, bringt nichts. Wo bist du jetzt ganz genau? Geht nach diesen Magers Dings da, ne? Du wirst ja in diesem Verlies teleportiert. Ja, du bist. Wenn ich jetzt vom Anfang vom Verlies ausgehe, wo wir gespawnt sind. Ja. Ja. Dann geradeaus. Mhm. Dann sind wir ja bei diesen komischen. Drei Zellen hier. Und diesen links ist ja noch so ein Nebenraum. Links ist eine Zelle und da, wo es so runter geht, meinst du? Ja. Ja, da, wo es links die in den Zellenraum, wo dieser Folterknecht eigentlich stand, ja. da war ich gerade drin. Da ist eigentlich nichts. Du kannst die Gefangenen zwar. Da kann man auch nicht weiter. Nee. Es siehst du immer auf der Karte, ob es dahinter weitergeht oder nicht. Es geht ja nur, wenn du weiter geradeaus läufst. Aber da steht halt,
Hey, du brauchst ein Dungeon-Crate-Spiel, um diese Tür zu öffnen. Ja, aber in dieser Folter kann man geht's nirgendwo weiter. Ist auch nirgendwo ein Raum versteckt. Wie komme ich denn hier hinter die Gitterstäbe? Da wo diese. Du meinst es da, wo diese komischen Geiseln sind, oder? Ja, das ist. Ich bin aus der Zelle rausgekommen. Und rechts, das erste Ding, da ist das Gitter offen, beim zweiten rechts ist es halt zu. Also das mittlere. Ja. Das ist geschlossen. Ja, das ist bei mir auch so. Und die kann man nicht anquatschen irgendwie. Nee. In der Folterkammer jetzt? Nein. Wenn du aus der Folterkammer wieder hochgehst, dann genau. Geradeaus. Weiter geradeaus. Ja. Ja, das ist einfach so, dass es geschlossen ist. Ist ja auch doof. Das ist wow. Einfach so Deko. Na wow, wie kommt denn jetzt aber den Dungeon Loot Creating Store? Great Keeping Store. Genau. Weil ich hab alles getötet. Wahrscheinlich, wenn du weitergehst. Ja, ich komme ja nicht weiter. Ja was. Nein, ich meine den ganz langen Gang da weiter. Da komme ich ja nicht weiter. Hä? Hey. Da braucht er doch was. Da ist. Hä? Also, es war schon die Tür, wo ich gerade gedacht habe. Wo ich hier ganz gedacht habe. Ich dachte, das ist irgendwo so an der Seite der Tür. Da ist ja so ein Typ die ganze Zeit den Gang lang gelaufen, oder? Schatz, den komischen Kerkerschlüssel oder Kellerschlüssel oder was das ist. Ja. Den brauchst du, wenn du aus deiner Zelle ausbrichst. Dritte Zelle hinten, damit kannst du das öffnen mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel kommst du aber auch weiter. Ach so. Aber wieso wird dann mit Tyrox gesagt, der braucht das oder was? Ich komme jetzt hier in die andere Zelle. Doch, da komme ich rein, das kann ich öffnen. Also zwei Zellen kann ich eröffnen. Das ist einmal die rechte und dann einmal nochmal die linke. Aber in der Mitte, da ist ja noch eine Zelle, die kann ich nicht öffnen. Hast du ja aber gesagt, das ist ja nur. Die kann ich auch nicht öffnen. Ja. Und wenn ich jetzt von dem Spawn ganz nach geradeaus laufe, komme ich an so einer großen Gittertür. Die kann ich aber nicht öffnen, da ich diesen komischen Dungeon Crate hier brauche. Ja, den hat man von so einem Typ bekommen, der da rumgelaufen ist. Nö. Jetzt ist die Frage, warum hast du den nicht bekommen? Liegen bei dir noch irgendwo Leichen rum, oder? Nee. Du hast alles getötet und alles aufgesammelt. Alles. Habe ich aufgesammelt und getötet. Ja. Und hier steckt da nichts irgendwie im Boden oder so. Hast du vielleicht erst die an der Seite geöffnet und dann die vorne? Wahrscheinlich ja, oder? Glaub schon. Dann liegt es vielleicht daran, dass der Schlüssel unabsichtlich da drauf gegangen ist. Nee, ich hab auch die an der Seite als erstes geöffnet und ich hab den Schlüssel aber noch im Inventar. Ich bin jetzt soweit, ich kämpfe jetzt gleich gegen den Heini, der dort vorm Tor steht, und dann werde ich ja sehen, ob der Schlüssel mich reinlässt. Ich habe jetzt. Hä? Das check ich nicht, warum das bei dir nicht angezeigt wird. Ich kämpfe jetzt gegen die Verlieswache hier. Ja, vorm da bin ich ja schon. Vorm Tor steht. Das ist das falsche Ziel. So, der hat ja so einen komischen Köter bei sich. Ja.
So, den habe ich halt auch schon gekämpft. Da ist nirgendwo was drin. Ja, bei mir geht's auf. Drück mal bei P. Bei dir geht's auf. Drück mal bitte P und schau mal, ob du einen Schlüssel im Inventar hast. Nur den Lepardes Dings Schlüssel. Das ist aber nicht der Dungeon Great Key da. Ding. Du gehst einfach ganz normal dahin und drückst Rechtsklick auf das Tor, wenn so ein Symbol kommt, so ein Kreis mit einem Zeichen. Ja, ja. Du brauchst diesen Dungeon Great Key. Steht bei mir. Dann ist das ja total verbuggt bei dir. Und wenn du ganz normal Doppelklick drauf machst, geht jetzt bei dir auch nicht, oder wie? Kommt genau die gleiche Aussage. Nein, Chromede! Lauft! Also. Warum? Ich bin hier jetzt auf jeden Fall. Genau. Durch. Es gibt ja einen Schlüssel. Ja. Und dieser eine Schlüssel ist für diese eine Tür. Nee, der eine Schlüssel öffnet zwei Zellen. Die dritte zur rechten Seite und die geradeaus. Nee, die dritte zur rechten Seite, die ist ganz normal. Die musst du einfach quasi nur das Tor hochziehen. Ja. Da brauchst du keinen Schlüssel für. Okay, also muss bei dir dort irgendwo noch einer rumrennen? Nee. Der dir den Schlüssel gibt. Ich hab in dem ganzen Dungeon nur einen Schlüssel bekommen. Ja, und der Idiot, also ich hab links und rechts die zwei K.O. gegangenen umgebracht. Und dann kam mir einer auf mich zugelaufen und der hat mir dann den Schlüssel gegeben, als ich ihn umgehauen hab. Ja, bei mir auch. Und das war dieser Schlüssel, von dem Tyrox redet.